An dieser Wand sind die Reproduktionen der wichtigsten Pläne zum Bau des Gebäudes und der Stadt San Carlos ausgestellt. Von links nach rechts finden wir an erster Stelle das Projekt von Vicente Imperial Digeri für die Bevölkerung von San Carlos aus dem Jahr 1785 und das der Neustadt von San Carlos und den angrenzenden Privatgrundstücken desselben Autors aus dem Jahr 1788. Beide Pläne zeigen den geplanten Standort für die zwei geplanten Bataillonskasernen. Sie erscheinen in Rot und stehen sich gegenüber. Zweitens der Plan der Bataillonskaserne, der das Projekt von Vicente Imperial Digeri begleitete und 1785 von König Carlos III. Genehmigt wurde. An dritter Stelle steht der Plan der Bucht von Cadiz, von Vicente Imperial Digeri, in dem sich das Projekt der Bevölkerung von San Carlos aus dem Jahr 1786 befindet. Die Karte zeigt die Lage der Stadt, das Arsenal von La Caraca und die Städte Cadiz, Puerto Real und Puerto de Santa Maria. Schließlich finden wir Kopien der Pläne der Franzosen während der Besetzung der Kaserne im Jahr 1828. Diese Kopien wurden vom Ingenieurkommando von Cadiz angefertigt. Sie repräsentieren die drei Stockwerke des Gebäudes. Auf dem ersten dieser Pläne können Sie die Lage des historischen Zimmers sehen. In der Mitte der Halle befindet sich ein Modell der Stadt San Carlos aus den 1950er Jahren mit den Gebäuden, die in der Stadt San Carlos und Umgebung gebaut wurden, den Flussmündungen und dem Austernsteinbruch im Tagebau. Folgende Gebäude stechen hervor: das historische Gebäude der Bataillonskaserne ohne nachträgliche Erweiterungen. Sie können den Wegweiser der Marine Barracks bis 1955 sehen. Das Marinekrankenhaus. Es wurde 1981 abgerissen. Nur sein ursprüngliches Tor ist erhalten geblieben, das sich im Garten gegenüber dem Haupttor der Kaserne befindet. Das Pantheon der berühmten Matrosen. Es wird geschätzt, dass die Abdeckung seit seiner Installation Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts nicht mehr vorhanden ist. Das Archivgebäude links vom Pantheon, das 1976 in Brand geriet und heute verschwunden ist.